Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute den nächsten Adventskalender für euch und zwar den von Parfümerie Moltken. Darauf habt ihr gewartet und ich auch sehnsüchtig. Das ist ein Parfümerie-Adventskalender von der Parfümerie Moltken aus Köln. Der wird mit Liebe mit der Hand gepackt und den packen wir jetzt mal gemeinsam aus und gucken mal rein, ob der sich lohnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich jetzt aber starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu hier seid auf meinem Kanal, ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Ja, der Parfümerie Moltken Adventskalender, der ist heiß begehrt. Ich hatte euch den vor 2 Jahren, glaube ich, vorgestellt und da habt ihr die Parfümerie Moltken mit diesem Kalender ausverkauft gemacht. Ihr wart wirklich heftig drauf. Und so auch dieses Jahr wieder. Ihr habt ihn, sobald er verfügbar war, ausverkauft gemacht. Es gibt aktuell keinen Adventskalender mehr zu kaufen. Es ist eine Liste dort und wenn da jemand abspringen sollte, könnt ihr euch den auch noch bestellen. Ihr könnt da eine Anfrage stellen. Ich lasse euch die Kontaktdaten und auch die Website von Parfümerie Moltken mal unten in der Infobox und da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Dieser Kalender ist was Besonderes, weil der, wie gesagt, mit der Hand gepackt wird und die Erlöse von dem Kalender gehen an Wir helfen von Kölner Stadtanzeiger. Das ist es ist eine Aktion für Kinder und Jugendliche in Not und da setzt sich Parfümerie Moltken wirklich großzügig ein und spendet da einiges und unterstützt da auch die diese Aktion. Wir helfen und das finde ich ganz toll. Also mit diesem Kalender tut ihr auch noch gleichzeitig was Gutes und ihr habt schöne Beauty-Produkte mit drin. Ich freue mich auf jeden Fall. Der Kalender wurde mir von der Parfümerie Moltken wieder zur Verfügung gestellt, damit ich ihn euch einmal hier auf YouTube zeigen darf. Und ich hätte ihn sowieso bestellt. Ich hatte direkt eine Anfrage gestellt, als ich gesehen habe, dass dieser Kalender wieder verfügbar ist. Ich finde es schön, dass sie das auch jedes Jahr machen. Und ich finde es auch toll, dass der Kalender ehrlich gesagt ausverkauft ist, weil so weiß man auch, ne, dass da ist was zusammengekommen eben halt für die Spende. Genau, und der kostet 69 Euro, dieser Kalender. Ich will das gerade mal ausrechnen, wie viel das pro Türchen wären. Ich glaube aber, dass einige von euch sich den auch schon gesichert haben. Geteilt durch 24, 2,87 Euro pro Türchen. Genau, und wir packen den jetzt mal aus. Das Besondere an diesem Kalender ist zusätzlich noch, dass man den wiederverwenden kann. Also der wurde hier mit der Hand gepackt. Das sind solche Säckchen. Dieses hier auch wieder konnte ich eben schon erkennen. Ich mache es mal gerade auf. Hier sind nochmal solche Schleifchen dran. Das wurde gut verpackt. Und dann haben wir hier einmal das zum Rausziehen. Hier ist auch nochmal so ein Heftchen mit dabei. Schön für mich Heftchen. Da steht also Herbst, Winter 24, 25 ist das. Da findet ihr auch nochmal ein bisschen Infos. Und die Parfümerie Moltken ist nicht nur eine Parfümerie, sondern auch eine Beauty-Akademie. Und da könnt ihr so einiges Interessantes in dem Heftchen auch lesen. Hier steht das auch, wo die in Köln sind, die Adresse und so weiter. Ja, und so sieht die Parfümerie aus. Also ich war da noch nie gewesen, aber das sieht total ansprechend aus. Und sollte ich mal in Köln sein und Zeit haben, dann werde ich natürlich auch mal dort vorbeischauen. Und so sieht das Körbchen aus. Ihr habt hier so ein Filzkörbchen drin und da liegen eben die kleinen Säckchen. Und jetzt gucken wir mal. Wir starten direkt mit Türchen Nummer 1. Ich bin so gespannt, was sie dieses Jahr hier reingepackt haben. Also, wir haben hier Türchen Nummer 1, das ist Valentino. Es startet mit einer Miniatur. Das ist der Born in Roma Yellow Dream. 6 Milliliter sind das. Startet schon direkt richtig gut. Ich weiß, dass ihr den Kalender auch so sehr liebt und ich hoffe, dass jeder von euch einen bekommen hat. Die Parfümerie Moltken hat mir als Rückmeldung gegeben, sollte da irgendwie eine Bestellung abspringen oder so, wird natürlich noch was frei und man kann sich noch einen bestellen. Also ihr könnt da einfach mal eine Anfrage stellen. Ja, dieser Duft hier, das ist eher so ein frischer, fruchtiger Duft, finde ich. Ich habe den schon in klein hier, diese Miniatur, deshalb werde ich die wahrscheinlich dann an euch irgendwie weiter verlosen. Freue ich mich über das erste Türchen auf jeden Fall. Und das sind halt so Säckchen, die ihr eben wiederverwenden könnt. Da könnt ihr noch einen Adventskalender rausbasteln. So, Türchen Nummer 2. Ich werde den auch wieder befüllen, so wie das hier ist, und werde den dann an euch verlosen. So mit diesem Teil hier und so, das finde ich richtig süß. Türchen Nummer 2 hat was von Clarins drin und zwar 15 ml Extra Firming Energy Faltencreme. Das ist eine Tagescreme, oder? Straffende Anti-Age Tagescreme für vitalisierten Glow. Das finde ich auch gut. Ich weiß noch, als ich den das erste Mal ausgepackt habe, ich war so begeistert und ihr auch. Also das ist so ein schöner Kalender und ich finde halt auch toll, dass sie da eben was spenden, ne? Dass sie da auch bei dieser Aktion teilnehmen. So, Türchen Nummer 3. Hier ist was Größeres, Schwereres
drin. Und zwar haben wir das nochmal hier extra eingepackt. Mach's mal gerade auf. Eine Kerze, und zwar Tonka and Pepper von Ted Sparks. Ted Sparks kenne ich gar nicht. Ist bestimmt eine große, bekannte Marke. Ich kenne sie nicht, aber... Oh, die riecht aber gut. Das ist ein richtig schöner Wohlfühlduft. Der ist so ein bisschen cremig und hat so ein bisschen auch... Also der hat so was Männliches, dieser Duft. Riecht sehr angenehm, könnte ich mir gut vorstellen für den Flur. Ja, eine Kerze. Ich weiß nicht, 55 Gramm vielleicht, 60 Gramm. Sowas in der Art, auf jeden Fall mehr wie 30. Wir kommen zu Türchen Nummer 4. Und ich habe aber gerade noch gesehen, hier ist noch so ein Kordel mit dabei. Das heißt, ihr könnt den Kalender auch aufhängen. So, Türchen Nummer 4. Was haben wir hier? Es klappert. Hier haben wir was. Oh, Idol. Ist das ein Duft? Nein, das ist... Ah, die Idol Lash Mascara. Das ist cool. Lash Lifting Volumizing Mascara. Das ist eine Reisegröße, beziehungsweise ja 2,5, so eine Probiergröße. Und die sieht so aus. Wer die nicht kennt, ich kann euch das bisschen gerne mal einblenden. Das ist eine super schöne Mascara, meiner Meinung nach. Und ja, gut, gute Mischung bis jetzt. Jetzt kommen wir zur 5. Die ist ein bisschen schwerer. Hier haben wir drin... Ich gucke gerade mal... Zwei Sachen. Also wir haben einmal wieder einen Weihnachtsgutschein von Parfümerie Mölken drin. Wahrscheinlich 5 Euro auch wieder. Genau, ist jedes Jahr 5 Euro Weihnachtsgutschein. Einlösbar bis zum 31.01.25 ab Einkaufswert von 50 Euro. Also wenn ihr da irgendwas braucht, könnt ihr das noch nutzen. Und dann haben wir hier von Wonder Nice eine White Tea Körperlotion 80 Milliliter drin. Das ist eine, so eine parfümierte Bodylotion eben. White Tea steht hier drauf und... eine deutsche Firma aus Hagen. Auch ganz schön. Schöne Nummer 5. Türchen Nummer 6, der Nikolaus. Ob wir hier eine Parfümerie, eine Parfümminiatur drin haben? Ja. Und zwar Lancôme Idol Now. Und das ist ein wirklich schöner Duft, dieser Now. Der ist ganz toll. So sieht der aus. Freue ich mich über die Miniatur, denn die habe ich, glaube ich, noch nicht. Das ist so ein ganz fruchtig-blumiger Duft, also der ist wirklich schön. Ich finde, das ist so ein richtig schöner Frühlingsduft, meiner Meinung nach. Und ja, das ist doch mal ein schöner Nikolaus. Wir machen mit Türchen Nummer 7 weiter. Oh, ich habe überall, ich sehe gerade, ich habe überall in den Haaren diese Fusseln von diesen Bändchen hier. Das fusselt so ein bisschen, das Kordel. Hier haben wir, oh, das ist cool, von Clarins ein Lip Perfector in der Farbe 01. Das ist dieser Rose Schimmer. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Das ist auf jeden Fall ein Originalprodukt. Ja, guck mal, so sieht das aus. Also so ein Lippenbalsam, so leicht getönt. Der hat vorne so ein Schwämmchen drauf. Ich lasse das mal zu, weil ich hatte den schon mal, den werde ich mal an euch verlosen. Ja, der ist ganz cool und vor allen Dingen Full-Size-Produkt. Das pflegt die Lippen schön und das sieht so ein bisschen klossig dann aus. Das ist wie so eine Gel-Textur, was aber so klossig ist auf den Lippen. Das ist ein richtig cooles Produkt. So, jetzt kommen wir zu Türchen Nummer 8. Hier haben wir Molten Brown drin. Das ist auch mega orange Bergamotte. Das ist halt so ein ganz kleines Duschbadegel, 30 Milliliter. Das riecht so gut. Die Molten Brown Düfte, Leute, ich könnte mich da reinlegen. Wirklich, das sind für mich Wellness-Düfte. Und das finde ich immer schön zum Baden. Das reicht dann so für ein Vollbad, würde ich sagen. Ja, da könnt ihr natürlich auch mit duschen oder euch waschen oder so. Ich finde es zum Baden halt schön, gell? So, Türchen Nummer 9. Hier haben wir, ich sehe es schon, Estee Lauder drin. Advanced Night Repair Overnight Treatment. Okay, dieses Overnight Treatment hatte ich noch nie. Das sind 7 Milliliter. Ich habe meistens nur die Advanced Night Cream gehabt, die normale. Und das hier ist ein Treatment. Genau, das ist ein Sample Not For Sale, aber es ist ein urteures Produkt. Finde ich sehr cool. Doch, das finde ich gut. Bis jetzt eine schöne Mischung aus Pflege, Parfüm, dekorative Kosmetik. Das ist wirklich schön. So, jetzt kommt die Nummer 10. Ist auch wieder hier. Das ist wirklich süß gemacht. Hier haben wir drin und zwar Maria Gallon Paris. Ich glaube, man spricht es so aus. 460 Nutrivital Creme. 20 Milliliter sogar. Also das ist eine ganz gute Größe, um das auszutesten. Eine 20 Milliliter Creme, die ist auch bis oben hin randvoll, sieht man. Genau. Ja, ich kenne die nicht, aber wie gesagt, das ist eine sehr hochpreisige Marke und davon 20 Milliliter zu haben, ist nicht schlecht. Blendet euch am Ende auch nochmal alles ein, wie das hier auf dem Tisch liegt. Dann könnt ihr euch entscheiden, ob sich das für euch lohnen würde oder nicht. Also gegebenenfalls, wie gesagt, könnt ihr ja nochmal eine Anfrage stellen an Parfümerie Mölken.
ob die noch einen übrig haben. So, Türchen Nummer 11, die Fasthalbzeit. Hier haben wir eine Tube und zwar Marlies Möller. Oh, Marlies Möller ist gut. Das ist Beauty Hair Care BB Beauty Balm von Miracle Hair. Das ist ein Hitzeschutz- und Anti-Frizz-Effekt, 30 Milliliter. Das kommt beim Föhnen, gibt man das in die Haare mit rein, eine kleine Menge, meine ich, genau, ins Handtuch trockene Haar. Und in die Haarlängen und Spitzen kommt das, nicht ausspülen. Gut, auch nochmal was für die Haare. Jetzt kommen wir aber schon zur Halbzeit, Türchen Nummer 12. Schreibt mir gerne in die Kommentare, könnte eine Miniatur sein, wie ihr den Kalender bisher findet. Mir ist eben was ganz Blödes passiert, Leute. Ich habe 3 Videos gedreht, Schminkvideos und eine Unboxing und von der Box. Und dann habe ich festgestellt, dass meine Kamera aufgenommen hat, aber mein Mikrofon keine Batterie mehr hat. Sehr ärgerlich. Muss ich alles nochmal neu machen, ja. Total blöd. So, jetzt haben wir hier von Shiseido Vital Perfection Concentrated Supreme Cream drin. 15 Milliliter. Das ist eine konzentrierte Supreme Cream. Not for sale sample, aber das sind 50 Milliliter von einer echt teuren Creme. Das finde ich gut. Das ist schön, ist gut. Das sind Tagescreme sozusagen. Das andere war eine Nachtcreme, auch eine Tagescreme. Ja, gut. Jetzt kommt wahrscheinlich dann auch nicht mehr so viel Creme, vermute ich mal. Türchen Nummer 13. Hier haben wir eine Dusche, glaube ich, oder? Body Lotion. Nee, Biotherm Eau de Energy. Das ist eine Dusche mit Sweet Jasmin und Aprikosenakkorden. Ja, 50 Milliliter. Die kommt in meine Schwimmbadtasche. Das ist so eine Reisegröße von Biotherm. Finde ich auch wirklich angemessen und gut. Und Türchen Nummer 14. Meine Güte. Hier haben wir einen Nagellack drin. Und zwar ist der von Art Deco, die Nummer 34, Licious Red. Das ist ein richtig schönes Rot. Das ist wirklich ein schönes weihnachtliches Rot. Also das gefällt mir sehr. Das ist ein bisschen dunkler, nicht ganz so rot-rot wie diese Schleifen, sondern so ein bisschen dunkler. Sehr hübsch. Türchen Nummer 15. Hier ist drin. Und zwar von Filorga war es. Filorga ist eine teure Marke, das ist ein Time Filler, Time Correction. Creme zur Korrektur von Falten aller Art, 15 Milliliter sind das, eine französische Marke. So, dann kommt die 16, ich glaube aber an Cremes reicht es jetzt, gell? Aber man hat halt, das sind halt teure Cremes, die sind 16, könnte auch ein Parfüm sein, ich weiß es nicht, was haben wir hier, 16, oh ja. So, und hier haben wir jetzt den La Vie Belle Iris Absolut drin, das ist 4 Milliliter, ich glaube, den habe ich schon irgendwo, muss ich mal gucken, den werde ich dann auch an euch verlosen, das ist eine kleine La Vie Belle Miniatur und das ist aber nicht der originale, sondern dieser Iris. Ja, ich glaube, der riecht blumig. Was ich weiß, was wirklich extrem gut riecht, ist der Valentino Born in Roma und auch der Lancôme, also der Now, der riecht auch richtig gut. So, jetzt kommen wir schon zu 17. Ich musste gerade gucken, wo wir sind. Türchen Nummer 17. Hier haben wir drin Escada Show Me Love. Moisturizing parfümierte Body Lotion, 50 Milliliter. Ach, cool. Feuchtigkeit spenden. Ich gebe mir mal so ein bisschen auf die Hand. Ich finde die Escada-Düfte immer toll. Früher habe ich mir immer den Sherry in the Air, hieß der, glaube ich. Den habe ich mir immer nachgekauft. Ich habe den so geliebt, den Escada-Duft. Ich fand den so toll. Und der hier riecht auch fruchtig. Ich weiß aber nicht. Riecht der auch ein bisschen nach Kirsch? Ich glaube, hier ist auch Kirschduft drin. Keine Ahnung, der riecht auf jeden Fall so Gratisprobe, unverkäuflich. Ja, aber das sind 50 Milliliter. Das ist ganz schön. Und wenn man das als Handcreme benutzt, also es zieht auf jeden Fall auf der Hand jetzt sehr gut ein. Sehr angenehmer, sehr, sehr schöner Duft. So, ich muss das hier sortieren. Die 18, es geht weiter. Gucken wir mal, was hier drin ist. Sehr schöner Duft. Das ist auch wieder Show Me Love. Das ist wieder einer, den ich mir kaufen würde, glaube ich. So, hier haben wir eine Maske drin von der Marke Sensai Extra Intensive Mask. 15 Milliliter. Das ist wahrscheinlich so eine, ja, ist eine Creme-Maske. Hier ist nochmal so ein Beipackzettel mit dabei. Das ist auch eine urteure Marke. Ja, eine Creme-Maske. Kann man dann mal ausprobieren. Reicht bestimmt so für 2-3 Mal, schätze ich. Wir kommen zur Nummer 19. Nummer 19 ist hier. Hier haben wir drin, was haben wir denn hier? Von der Marke Miuk Refresh Dry Shampoo. 50 Milliliter, 100% vegan.
Das ist ein Trockenshampoo aus Finnland. Okay. Ja, die Marke habe ich noch nie gehört. Scheint aber eine hochpreisige Marke zu sein, sonst wird man sie, glaube ich, nicht in der Parfümerie finden. Ja, finde ich cool, interessant. Wir haben hier so eine bunte Mischung aus allem, oder? Also ist von jedem so ein bisschen was da drin. Das finde ich richtig gut, dass man nicht nur hat, sondern auch. Hier haben wir die Nummer 20 und hier haben wir drin Clinique All About Eyes. Okay, das ist die Augencreme von Clinique und zwar 5 Milliliter. Die habe ich gerade in meiner Schwimmbadtasche. Das mache ich mir nach dem Schwimmbad immer auf die Augen drauf, unter die Augen. Genau, 5 Milliliter, so eine kleine Größe eben. Nee, finde ich aber auch gut. Finde ich ganz niedlich. Tütchen Nummer 21. Da scheint was Stoffiges drin zu sein. Nehmen wir nochmal ein Tütchen im Tütchen. Und zwar haben wir hier einen Schaum. Ich mache es nochmal auf, das ist aber süß, das ist nochmal extra hier eingepackt. Ah, hier haben wir Galinée, ich weiß nicht, ob man die Marke so ausspricht, eine französische Marke auf jeden Fall. Galinée, das ist eine Hautpflegemarke, die achten so sehr aufs Mikrobiom der Haut. Also die haben sehr viele natürliche Inhaltsstoffe auch drin. Das ist ein Mousse Forming Cleanser, das ist schön, 50 Milliliter sogar, so ist eine recht gute Größe und dazu ist so ein Reinigungswaschi mit dabei. Aber ganz weich, fühlt sich an wie die Katze von meiner Mama. Sieht auch so aus. Ja, und das ist cool. Das ist ein schönes Set. Es geht weiter mit der 22. Wir nähern uns im Ende. Meint ihr, es kommt noch eine Miniatur? Ich glaube schon. Hier haben wir jetzt was drin. Das ist von Estee Lauder Extreme Black. Und zwar die Sumptos Extreme Lash Multi Blank Volume Mascara. Okay, krass. Die habe ich noch nie gehabt. Ich mache die mal auf. Das ist so eine kleine Reisegröße. Und die hat ein riesen Bürstchen mit drin. Also das ist so ein tannenbaumförmiges Bürstchen. Ja, keine Ahnung, habe ich noch nie gehabt. Teste ich gerne mal aus, finde ich super. Dass hier nicht immer diese All About Eyes, nee, nicht All About Eyes, von Clinique gibt es die immer. Diese komische da, die ich nicht mag. Die habt ihr schon 100 Mal bei mir gesehen. Ich mag die nicht. Und die haben wir hier nicht drin in dem Kalender. Das finde ich toll. Wir haben 2 Mascaren hier drin. Lancôme und Estee Lauder, finde ich sehr schön. Ne, ein bisschen dekorative Kosmetik-Mascara kann jeder gebrauchen. Jetzt kommen wir zur 23. 23 hat, ich sehe es schon, Yves Saint Laurent hier drin. Mega. Und zwar den Rouge Pure Couture N1 Lipstick Beige French heißt hier die Farbe. Der aus, so ein kleiner goldener. Schön, guckt mal, das ist die Farbe. Ich swatch euch den mal. Der ist schön, guck mal, so ein Nude farbener Lipstick, den kann jeder gut gebrauchen, meiner Meinung nach. Also der ist wirklich schön. Ich kann mir den ja mal gerade auftragen. Ich glaube, der passt heute auch zu meinem Look. Ich habe so Lipgloss drauf, ne? Der ist schon weggezogen. Ja, der ist so wie der, den ich heute drauf habe. Also ich habe so ein Lipgloss heute drauf. Schöner Nude-Ton, den werde ich auf jeden Fall bei meinen Minis mit beipacken. Finde ich süß. Vor allen Dingen auch mal Nude, nicht immer rot. Rot, also ich mag rote Lippenstifte, aber ich finde auch Nude immer ein bisschen besser geeignet, so für everybody. Wisst ihr, wie ich meine? So, die 24, das könnte noch eine Miniatur sein, vom Klabbern her. Und ja, das ist eine. Und zwar haben wir Aqua Allegoria Forte hier drin von Guerlain Paris. Das sind 7,5 Milliliter. Das ist der rosa Duft. Den habe ich den schon gerochen? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall eine kleine Miniatur in der 24. Das ist aber süß. Und das ist, glaube ich, ein urteurer Duft. Also ich glaube, die sind nicht so günstig. Ich gebe mir mal so ein bisschen auf die Hand, um mal zu merken, ob ich den kenne oder nicht. Ich glaube aber, ich habe den grünen, habe ich oben, ich zoome gerade ran an meine, ich habe den grünen stehen, den pinken habe ich, aber den habe ich nicht. Ah, der riecht gut. Der riecht blumig frisch so ein bisschen, der riecht sehr angenehm. Also das könnte ich mir vorstellen als Sommerduft so ein bisschen. Also der ist extrem blumig. Ja, cool, mega, noch eine Miniatur. Ihr Lieben, das war der Parfümerie Moltken Adventskalender 2024. Was sagt ihr zum Inhalt? Wie findet ihr den Kalender? Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich sag euch jetzt mal meine Meinung dazu. Also mein erster Eindruck ist, der ist super gut durchmischt. Wir haben hier Duschgel, wir haben Trockenshampoo, Gesichtsreiniger, dann so ein Pad dabei. Wir haben Parfümminiaturen hier drin. 1, 2, 3, 4 Parfümminiaturen, richtig cool. Ein Nagellack, 2x Körperlotion, eine Kerze, Gesichtscreme, ein paar verschiedene Augencreme, Nachtcreme, Tagescreme, Maske, 2 Mascaren, ein Lippenstift. Ja,
voll cool. Also ich finde den gut durchdacht. Ich finde den wirklich schön gemacht, hat sich jetzt gereimt. Ich finde den wirklich gut. Ne? Für 69 Euro, 2 Euro, wie viel waren das? 87 pro Türchen. Echt ein schöner Adventskalender. Kann man nicht anders sagen. Selbst da, wo der Gutschein drin war, haben sie noch ein Produkt mit dazu gepackt. Also kannst du wieder auch dieses Jahr nicht meckern. Ein wunderschöner Kalender. Wenn ihr den bekommen solltet, schlag zu. Frag dann nochmal nach bei Parfümerie Mölken, ob da Plätze frei geworden sind eventuell. Vielleicht produzieren sie auch nochmal welche oder können welche produzieren. Ich weiß es nicht, wie das Kontingent ist. Auf jeden Fall total lieb von Parfümerie Mölken, dass ich ihn auch dieses Jahr wieder auspacken durfte. Ich habe mich sehr gefreut jetzt und ich finde den wirklich schön. Also ich finde wirklich die Auswahl hier toll. Wir haben hier auch ein Full-Size-Produkt sogar mit drin, hier von Clarins, Gelle. Nee, es ist wirklich schön. Und der Duft in der 24 riecht wirklich gut. Ich kann mir vorstellen, der wird vielen von euch gefallen. Und was auch vielen von euch gefallen wird, was so ein bisschen unscheinbar ist, ist dieser Idol-Duft. Den habe ich letztens erst gerochen. Der riecht richtig, richtig gut. Den würde ich mir tatsächlich in groß kaufen, weil der sehr angenehm ist. Und ja, nee, auch der Born in Roma sind schöne Duftminiaturen mit dabei. Ich würde mich jetzt verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart. Lasst mir super gerne noch ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Da könnt ihr nochmal schauen. Und ich sage nochmal Danke an Parfümerie Mölken für die Zusendung und auch Danke an euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hanging by the fire chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.